Die tropischen Regenwälder. In ihren Tiefen wachsen wertvolle Edelhölzer. Naturschützer sind auf der Jagd nach Holzfällern, finden Spuren des Raubbaus. Regenwälder sind auch gigantische Holzlager. Experten schätzen, dass bis zu einem Drittel der weltweiten Holzproduktion aus illegalen Einschlägen stammt. Und dieses illegale Holz kommt auch zu uns. Seit Beginn der Industrialisierung sind die Wälder auf unserem Planeten um die Hälfte geschrumpft. Jedes Jahr verschwindet weltweit eine Waldfläche in der Größe Griechenlands. Jeden Tag eine Fläche größer als München. Eines der größten Probleme ist der Raubbau von Edelhölzern. Sie nämlich sind das profitabelste Geschäft. Seit März 2013 gilt in der EU eine neue Holzverordnung. Damit wird der Import von illegal geschlagenem Holz und allen daraus produzierten Produkten erstmals unter Strafe gestellt. Aber ist jetzt plötzlich alles, was in Deutschland angeboten wird, auch wirklich legales Holz? Ist kein Holz aus Schutzgebieten mehr dabei? Das wollten wir herausfinden und waren mit Holzdetektiven unterwegs. Stefan Ziegler ist Raubbauware auf der Spur. Er sucht nach tropischen Hölzern, die seit Mai 2013 bei uns nicht mehr im Handel sein dürfen. Illegal geschlagene Bäume aus Naturwäldern. Vor allem Gartenmöbel aus Tropenholz sind im Trend. Sie sind wetterfest und erstaunlich preiswert. Ziegler kauft ein, in Möbelläden, Baumärkten und im Internet. Im World Wide Web recherchiert er, was die globalen Marktplätze anbieten. Fast alle Gartenmöbel stammen aus Asien. Die meisten tragen das Label Made in Vietnam. Ziegler nimmt Vietnam ins Visier. Sein Warenkorb füllt sich mit Gartenmöbeln Made in Vietnam. Deutschland importiert jährlich für rund 110 Millionen Euro Holzmöbel aus diesem südostasiatischen Land. Und diese Menge macht Ziegler stutzig. Also ich weiß, dass in Vietnam in den letzten Jahren wirklich viele verbliebene Naturwaldflächen unter Schutz gestellt wurden und legale Holzanschläge eigentlich nur noch in ganz, ganz wenigen Flächen stattfindet. Da fragt man sich schon, wo kommen diese ganzen Tropenhölzer her, die die Möbelindustrie dort verarbeitet? Stefan Ziegler macht sich auf den Weg nach Jülich. Seine Gartenmöbel wurden zu dem Forschungsinstitut Agroisolab geliefert. Ich habe einiges an Möbeln aus Tropenholz gekauft. Und nach der neuen Holzhandelssicherungsverordnung sollte das ja alles aus legalen und sauberen Quellen stammen. Und auch die Art sollte übereinstimmen mit den Angaben, die die Händler machen. Bin ich mal gespannt, was das Agroisolab dazu sagt. Die Jülicher Experten überprüfen regelmäßig Holzprodukte auf ihre Herkunft und Legalität. Und decken dabei immer wieder auf, dass falsch deklariert wird. Wo Edelholz draufsteht, ist nicht unbedingt welches drin. Falschdeklarierung. Das ist ein klarer Verstoß gegen die EU-Holzhandelsverordnung. Was sagen uns die Ergebnisse? Nun, wir haben hier etwa 12 verschiedene Gartenmöbel überwiegend Bankierei geprüft. Und das Ergebnis ist durchaus sehr interessant. Alles, was mit Bankierei deklariert war, ist kein Bankierei, sondern minderwertiger Austauschhölzer. Bankierei ist ein sehr widerstandsfähiges Holz. Bankierei ist aber sehr selten geworden, steht auf der roten Liste. Und es ist deshalb auch ganz klar, dass natürlich Ersatzstoffe gesucht werden, die aber nicht diese Widerstandsfähigkeit haben. Und das ist ein echter Etikettenschwindel. Der Verbraucher glaubt, er kauft ein hochwertiges Produkt, aber dabei ist es nur minderwertig. In den anderen Möbeln wurden tatsächlich Edelhölzer identifiziert. Stammen sie aus Vietnam? Darüber gibt die Isotopenanalyse Aufschluss. Die Holzproben werden schockgefroren, dann von Fetten und Lacken gereinigt und im Isotopenspektrometer verbrannt, bei fast 1600 Grad. In den Verbrennungsgasen offenbart sich den Forschern, dass für jede Landschaft der Erde eindeutige Isotopenmuster. Ein Fingerabdruck der Natur, so einmalig wie der menschliche Fingerprint.
Das Isotopenmuster, was wir gefunden haben, zeigt uns, dass die aus verschiedenen Regionen der Welt stammen. Die Hölzer aus Vietnam oder die Möbel aus Vietnam, das ist eine echte Drehscheibe, die aus verschiedenen Weltteilen das Holz zusammenkaufen und leider unter der falschen Flagge dann nach Europa verkaufen. Was ist drin, wenn Made in Vietnam draufsteht? Das will Ziegler selbst herausfinden. In Vietnam. In Hoi An, einer kleinen Hafenstadt am südchinesischen Meer, trifft er sich mit Dr. Le Thuy An. Die vietnamesische Forstwirtin hat in Dresden studiert, um in der Heimat anzuwenden, was sie in Deutschland gelernt hat. Sie wird Ziegler bei seinen Recherchen begleiten. Hoi An war früher einmal Vietnams bedeutendster Handelshafen. Die Segelschiffe und Dschunken im Hafen, die gesamte Stadtarchitektur und die berühmte japanische Brücke – alles in Hoi An ist von Holz geprägt. Und all das konnte die Jahrhunderte nur überleben, weil es aus Tropenholz gebaut ist, mit den Edelhölzern aus den nahen Wäldern. Das wäre heute nicht mehr möglich. Denn Holzschlag ist in Vietnams Naturwäldern verboten. Und das hat seinen Grund, erklärt Thuy An. Für uns Vietnamesen ist der Wald sehr wichtig. Leider durch den Krieg, durch den Napalm, durch den Asian Orange sind viele Wälder zerstört worden. Und es kostet uns so viel Mühe, diese Wälder nochmal in Ordnung zu bringen und ja, auszuforsten und zu restaurieren. Im Vietnamkrieg vor rund 50 Jahren verwandelten US-Bomber ganz Vietnam in verbrannte Erde. Um die Verstecke der Vietnamesen aufzuspüren, warfen sie Napalmbomben und versprühten das dioxinhaltige Entlaubungsmittel Agent Orange. 5 Millionen Hektar Urwald waren für immer zerstört. Heute bewachen Ranger Vietnams letzte Naturwälder. Mit Waffen und GPS sind sie auf der Jagd nach Holzfällern und auch nach Wilderern. Thuy An und Stefan Ziegler schließen sich einer Patrouille an, in den Bergwäldern, nahe der laotischen Grenze. Ihr Ziel ist das Saola-Schutzgebiet. Werden hier Edelhölzer für Vietnams Möbelproduktion gefällt? Jeder Schritt in den steilen Berghängen ist gefährlich. Die wertvollsten Baumriesen wachsen tief im Wald, sagen die Ranger. Und nur da kann man illegale Holzfäller stellen. Die Gruppe kommt nur mühsam voran und findet schon bald Spuren, aber nicht von Holzfällern. Ein abgebrochener Ast, ein Zeichen, mit dem Wilderer ihre Fallen markieren. Irgendwo muss eine Falle versteckt sein. Da, kaum sichtbar im Unterholz, eine Schlinge. Die Falle wurde an einem Wildwechsel versteckt, genau dort, wo das Wild sich seinen Weg sucht. Die Ranger orten und markieren die Fundstelle. Dann zerstören sie die Falle. Bei der leisesten Berührung schnappt die Schlinge zu. Es ist nur ein einfacher Fahrradbremsdraht, aber eine tödliche Falle. Mehr als ein Dutzend Schlingen zerstören die Ranger heute. Routinearbeit. Normalerweise sind es viel mehr. Normalerweise am Tag, also ist etwa 100. Das ist doch eigentlich nur für die kleineren Tiere. Also zum Beispiel Eichhörnchen oder Kaninchen und auch mal Wildschwein. Oft hören sie in der Ferne das Kreischen von Sägen, erzählen die Ranger. Aber bis sie in dem schwer zugänglichen Gelände näher kommen, sind die Holzfäller schon weg. Sie finden nur noch ihre Spuren. Nach stundenlangem Marsch durch den Dschungel ein uralter Baumriese. Nur noch der mächtige Stumpf ragt aus dem Boden. Wertvolles Holz. Wertvolles Holz, sagt Thuy An. Dieser Baum war mehr als 100 Jahre alt. Die Holzfäller haben ihn liegen gelassen, weil der Stamm von innen verfault ist. Auch hier markieren die Ranger die Stelle des Raubbaus.
Wie schaffen es Holzfäller, solche riesigen Bäume aus dem unwegsamen Gelände zu schleppen? Ganz einfach. Die Bäume werden direkt im Wald zersägt, erklärt der Ranger. Bretter können einfacher abtransportiert werden als ein ganzer Stamm. Immer wieder entdecken sie Spuren des Raubbaus, erzählen die Männer. Herr Fo, der Chef der Ranger, zeigt Fotos, die er allein im letzten Monat gemacht hat. Da, vorige Woche haben wir einen Baum gefunden, der schon zersägt war. Ich glaube, das waren Leute aus den Dörfern gewesen. Einen haben wir mal erwischt, als er gerade mit seinem Büffel die Bretter aus dem Wald geschleppt hat. Und das ist ein Holzfällercamp, 2 Tagesmärsche weit im Dschungel. Da leben die Diebe, tagelang. Sie fällen die uralten Bäume und schleppen sie dann aus dem Wald. Für jeden Baum bekommen sie $300. Wir zerstören die Camps und auch das Holz. Aber diese Profis, die schnappen wir nie. Die sind viel zu clever. Die kennen die Pfade im Dschungel noch besser als wir. Wir erwischen immer nur die Kleinen. Wer sind die Menschen, die wildern und Holz fällen? Herr Fo führt Stefan Ziegler und Tui An nach Atep, in ein Dorf am Rand des Schutzgebietes. Die Leute von Atep gehören zur Volksgruppe der Ko, einer der vielen Minoritäten Vietnams. In Atep gibt es Elektrizität, aber sonst leben die 45 Familien so traditionell wie seit Jahrhunderten, von den Produkten des Waldes. Bevor der Wald zum Schutzgebiet wurde, haben sie dort gejagt und das Holz für ihre Häuser gefällt. Heute ist das streng verboten. Gibt es im Dorf illegale Holzfäller? Tui An möchte sich mit den Frauen unterhalten. Bei Familie Hoang sind die Nachbarinnen zu Besuch. Die Hoangs leben zu 8 in dem Holzhaus. Sie haben kleine Plantagen, erzählen die Frauen. Darauf bauen sie ein paar Akazien und Gummibäume an, pflanzen Ingwer und Zuckerrohr. Was wissen Sie über illegale Holzfäller? Ja, Sie haben schon gehört, dass es Leute gibt, die im Wald räubern, sagt die älteste Tochter, Bian. Fällen denn auch Männer aus dem Dorf Bäume im Wald, hakt Tui An nach? Das musst du unsere Männer fragen, weicht Bian aus. Und selbst Herr Fu muss lachen. Ja, vielleicht die Männer, die wissen dann besser als die Frauen. Ja. Raubbau aus Armut. Hin und wieder fällen die Leute von Atep einen Baum für den Eigenbedarf. Aber wo kommen denn nun all die Tropenhölzer her, die in Vietnams Möbelindustrie landen? Vietnam ist nach China der 2. Möbelexporteur Asiens. Und nur mit dem illegalen Einschlag in den Schutzgebieten kann das Land seinen riesigen Holzbedarf nicht decken. Auf der Weiterfahrt sehen Ziegler und Tui An ein Holzlager nach dem anderen. Überall, entlang der Straße, Sägewerke und Schreinereien. Überall stapeln sich wertvolle Edelhölzer. Wo wurden diese Bäume gefällt? Ziegler und Tui An fragen nach. In Laos. Mein Chef ist Holzhändler. Er kauft Holz aus Laos und verkauft es in Vietnam. Warum aus Laos? Das ist billiger und davon gibt es auch mehr. Ein Baum aus Laos kostet $400, erzählt der junge Mann. Aber in Vietnam bekommt man 1.200 dafür. Raubbauholz, das zu Möbeln verarbeitet und exportiert wird. Die Holzdetektive wollen zur laotischen Grenze, nach Lao Bao. Auf Satellitenbildern haben sie das Ausmaß der illegalen Abholzungen in Laos gesehen. Fast 140.000 Hektar Wald sollen dort jährlich illegal gerodet werden. Das wollen sie sich anschauen. Aber ihre Fahrt endet schon 30 Kilometer vor der Grenze. Die vietnamesischen Behörden verbieten ihnen, die Grenzregion zu betreten. Lao Bao ist No-Go-Area für alle, die sich für illegalen Holzhandel interessieren. Wir kommen jetzt hier nicht weiter nach Laos rein, aber wir haben ein aufgearbeitetes Satellitenbild dabei
auf dem man eigentlich ganz deutlich sieht, dass drüben in einem laotischen Schutzgebiet doch einiges an Abholzung in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Und da sieht man doch hier ganz unten ganz deutlich diese hellen Flecken im Bild. Das ist im Sesap-Nationalpark auf der laotischen Seite. Und dort ist Waldverlust. Das markiert diese hellen Flecke. Und das ist eigentlich dann schon ein Skandal, weil in einem Schutzgebiet ist jeglicher Holzanschlag in Laos auch verboten. Also auf dieser Karte sieht man wieder den Sesap-Nationalpark und die schwarzen Dreiecke. Das sind illegale Holzanschlagsplätze, wo in den vergangenen 10 Jahren insgesamt 2800 Hektar Wald verloren gegangen sind. Und wenn dieses Holz dann wirklich auf den Weltmarkt kommt, dann sieht es nicht gut aus für die laotischen Wälder. Das ist es, was Ziegler und Thuy An nicht sehen dürfen. Umweltaktivisten haben gefilmt, wie sich auf der laotischen Seite der Grenze die Holzlaster stauen, vollbeladen mit tropischen Edelhölzern. Auch in Laos ist das Fällen in Naturwäldern verboten. Das Land hat mehr als 20 Schutzgebiete, aber nur 6 Waldzonen, in denen legal gefällt werden darf. Stammen all diese Bäume aus den wenigen erlaubten Zonen? Nach laotischem Gesetz ist der Export von Baumstämmen grundsätzlich verboten. Jeder Stamm, der über die Grenze transportiert wird, ist illegal. Die Holztrucks passieren ungehindert die Zollstationen. Auch drüben, auf der vietnamesischen Seite, fragt niemand nach. Da sie nicht zur Grenze dürfen, verfolgen Ziegler und Thuy An jetzt den Weg der Holzlaster. Hier ist Laos, hier ist Vietnam. Und die Holzlastwagen kommen durch Laobao und Boi Grenzübergang zu den Städten für Holzverarbeitung oder zum Hafen zu verschiffen. Ne? Der Highway Number 9 geht von Laobao an der laotischen Berggrenze direkt zu den Sägewerken, Möbelfabriken und Exporthäfen an der vietnamesischen Küste. Die Route der Trucks führt nach Hue. Hue ist eines der Zentren, in denen Edelhölzer verarbeitet werden. Was hier produziert wird, geht in den Export, auch nach Europa. Ist illegales Holz aus Laos dabei? Laut EU-Holzhandelsverordnung dürfte das nicht sein. Ziegler und Thuy An haben ihren Besuch in einem Sägewerk angemeldet. Schon bei der Anfahrt sehen sie Baumriesen, die stapeln sich bis an den Straßenrand. Die beiden wollen mit dem Besitzer reden, aber daraus wird nichts. Staatliche Beamte aus dem Informations- und dem Forstministerium sind aufgetaucht. Sie hören zu. Herr Kong, der Besitzer des Sägewerks, ist sichtlich eingeschüchtert durch die staatlichen Besucher. Hier werden nur Nadelhölzer zersägt, jedenfalls heute. Sie werden zu Möbeln verarbeitet, erklärt Herr Kong, und die gehen dann in den Export. Billiges Weichholz, das Ziegler hier präsentiert wird. Aber diese Kiefern interessieren ihn nicht. Auf der anderen Seite der Mauer sieht es ganz anders aus. Da stapeln sich die Urwaldriesen. Woher kommen diese Bäume, will Ziegler wissen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was mein Nachbar macht. Und die anderen Sägewerke in Hue? Ich weiß nicht, welche Hölzer die anderen Sägewerke in Hue verarbeiten. Ich habe nur Kiefern und Akazien. Nur Holz aus vietnamesischen Plantagen. Dürfen wir denn beim Nachbarn mal reinschauen? Nein, das geht nicht. Herr Fock schaltet sich ein, der Beamte des Forstministeriums. Da wird heute nicht gearbeitet und morgen auch nicht. Ihr Besuch ist ohnehin nur in diesem Sägewerk angemeldet. Eine Mauer des Schweigens. Ziegler und Thuy An dürfen kein weiteres Sägewerk in Hue besuchen. Sie dürfen sich auch nicht die Bäume auf der Straße anschauen, übersetzt Thuy An. Aber so schnell gibt Thuy An nicht auf.
Auf der Rückfahrt entdeckt sie ein Sägewerk, in dem sich tropische Hölzer stapeln und in dem gearbeitet wird. Trotz des Verbotes halten die beiden an und steigen aus. Dürfen Sie sich umschauen? Kein Problem, sagt der Besitzer. Ja, der Baum, der ist garantiert nicht in der Plantage gewachsen. Der kommt aus dem Naturwald. Was ich so sehe, ist das eine Chorea, ein ganz, ganz wertvolles tropisches Holz hier, was hier in den Wäldern der Region wächst. Tui, frag ihn doch mal, wo er den her hat und was er dafür bezahlt hat. Anh ơi, anh có cái khúc gỗ này từ đâu và anh trả nó cho cái khúc gỗ này là bao nhiêu tiền? Dạ, em mua cả thì từ khoảng 8 triệu. 8 triệu ạ? Ja, hat 8 Millionen vietnamesischen Đồng für dieses Stück Holz bezahlt. Also 8 Millionen vietnamesischen Đồng ist etwa so 400 Dollar für das Stück. Und hat in Alưới gekauft, wo es noch viel Naturwald gibt, ne? Auch unseren Saula National Reserve. Der Baumriese wurde illegal gefällt im Saula Schutzgebiet. Er wird zu Parkett verarbeitet und geht in den Export. So wird Raubbauware reingewaschen. Dabei produziert Vietnam Unmengen von Holz, das legal gefällt werden darf. Akazie und Eukalyptus eignen sich hervorragend für die Möbelproduktion. Sie wachsen schneller als die kostbaren Edelhölzer und Platz für Baumplantagen gibt es auch genug. Vietnam besitzt gigantische Baumplantagen auf Land, das im Vietnamkrieg verwüstet wurde. Die Provinz Quang Tri war ein Hauptkampfgebiet. 4 Millionen Tonnen Bomben und tausende Tonnen Agent Orange haben hier allen Wald vernichtet. Noch heute sieht man überall Bombenkrater. Zerstörtes Land, das Vietnam für den Anbau von legalem Exportholz nutzt. Nach 6 Jahren können die Bäume gefällt werden. Danach wird der Boden abgebrannt und es wird neu aufgeforstet. Monokulturen. Artenvielfalt hat da keine Chance. Aber es geht auch anders. Herrn Hoas Akazien sind noch jung, aber zwischen den Stämmen grünen schon Pflanzen und Büsche. Nicht 6, sondern 10 Jahre lässt Herr Hoa seinen kleinen Mischwald wachsen. Dann fällt er nur die Akazien und forstet neu auf, ohne den Boden abzubrennen. Aus meinen Akazien werden Möbel gebaut. Für die bekomme ich viel mehr als für junge Bäume, aus denen bloß Papier gemacht wird. Weil Herr Hoa nachhaltig produziert, werden seine Akazien zertifiziert. Das Gütesiegel macht sie noch wertvoller für die Möbelindustrie und für den Export. Herr Hoa gehört zu den wenigen, die ihr Holz an Forexco liefern dürfen. Stefan Ziegler und Thuy An sind dort mit Herrn Quang verabredet, einem der Direktoren. Der große Möbelproduzent hat sich voll auf zertifiziertes Holz umgestellt, erklärt Herr Quang. Früher hat Forexco Teak und Balau aus Malaysia eingekauft. Aber jetzt verarbeiten wir nur noch zertifizierte Plantagenhölzer. Leider gibt es in Vietnam zu wenige Plantagen, die nach ökologischen Standards arbeiten und zertifiziertes Holz liefern. Daher muss ich aus dem Ausland dazu kaufen. Aus Uruguay, Malaysia und von den Salomonen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Forexco importiert Akazien- und Eukalyptusstämme. Alles aus nachhaltigem Anbau. Immer mehr Verbraucher achten auf Gütesiegel, sagt der Quang. Und das ist eine internationale Markttendenz, nach der man sich richten muss. Seine Möbel werden auch nach Deutschland exportiert. Er weiß, wo seine Hölzer herkommen, sagt der Quang. Und die Lieferpapiere bezeugen, dass alles legal geschlagen wurde. Aber zertifizierte Hölzer sind 20% teurer als nicht zertifizierte Ware. Das ist fair, denn sie wachsen viel länger und die Plantagenbesitzer produzieren nachhaltig. Aber leider sind die Großkunden oft nicht bereit, den fairen Aufpreis dafür auch zu bezahlen. Billig und zertifiziert, das geht nicht zusammen.
Legales Holz hat seinen Preis. Aber nur wenn die Verbraucher auch bereit sind, den zu bezahlen, haben Exporteure wie Forexco eine Chance auf dem Weltmarkt. Danang, die letzte Station der Spurensuche. Danang ist eines der Tore zur Welt, von denen Vietnam seine Exportgüter verschifft. Auf der Fahrt zum Hafen schließt sich für die Holzdetektive der Kreis. Da liegen sie wieder, Edelhölzer aus Naturwäldern. Auch im Hafen mussten die beiden ihren Besuch anmelden. Aber hier dürfen sie sich überall umschauen, hieß es. Diese Edelhölzer werden gerade für den Export verladen. Solche alten Bäume wachsen nicht auf Plantagen. Die sind mindestens 60 Jahre alt. Die Stämme werden nach China verschifft und dort verarbeitet. Ziegler schaut sich die Bäume näher an. Das könnte Raubbauware sein. Es kommt aus Laos, erkennt er an der Beschriftung. Illegales Holz also, das hier nach China geht. Thuy An fotografiert, um alles zu dokumentieren. Stefan Ziegler will sich die Herkunftsnachweise notieren. Aber da taucht der Hafenmeister auf, in Begleitung von staatlichen Beamten. Stopp! Das Holz ist tabu. Wieder eine Mauer des Schweigens. Ziegler und Thuy An müssen den Hafen verlassen. Aber sie haben genug gesehen. Auf dem langen Weg vom Wald zum Exporthafen und über die Weltmeere wird Raubbauholz reingewaschen. Laut Interpol ist der Handel mit illegalem Holz ein gigantisches Geschäft. Jedes Jahr werden weltweit bis zu 100 Milliarden Dollar damit umgesetzt. Und Deutschland importiert jährlich 120 Millionen Kubikmeter Holz. Vietnam ist längst nicht die einzige Drehscheibe für Hölzer aus aller Welt. Thailand, Singapur, China, überall kann Raubbauware dabei sein. Dieses illegale Holz, entdeckt werden muss es bei der Einfuhr an Europas Außengrenzen. Nur dann greift die EU-Holzverordnung, nur dann kann gegen die kriminellen Lieferanten vorgegangen werden. Ist das Holz erstmal in der EU, dann kann diese Raubbauware weiterverkauft werden, völlig legal. Eine haarsträubende Schwäche im Gesetz, die dringend ausgeräumt werden muss. Und das sehen Sie in der nächsten Folge von Planet E. Unser Schlafzimmer, Oase der Ruhe. Und Quelle für Gefahren. Matratzen, Textilien, Möbel, sie alle können gefährliche Stoffe enthalten und schaden uns im Schlaf. Auf Tuchfühlung mit den Gefahren im Schlafzimmer in der nächsten Folge von Planet E.